Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout New Vegas. So, wir befinden uns jetzt in diesem netten Motel in Novak und haben jetzt gerade eine Stunde geschlafen. Jetzt müsste es mit ein paar, oder eine Stunde ist gut, ein paar Stündchen geschlafen. Jetzt müsste es hell sein, genau. Und es müssten mehr Leute unterwegs sein und wir könnten jetzt in Ruhe nach den Manteltypen fragen, beziehungsweise nach dem karierten Anzugtypen. Und Leute, ihr glaubt es kaum, aber ich habe mich informiert, was was dieses Teil hier ist. Es ist für den Hardcore-Modus, wo alle 5 Minuten, genau, da meldet es sich auch gerade, der Charakter was raus trinkt und damit Durst und Trefferpunkte wieder generiert werden. Das funktioniert aber nicht im normalen Modus, sondern nur im Hardcore-Modus. Und da Tom der ist Hard. eingeknickt und hat die RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Ja, gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Und funktioniert wohl nur im Hardcore-Modus. Das heißt, wir können das Ding getrost verkaufen. Gibt wenigstens einen Kronkorken. So, was hast du mir denn zu sagen, Chef? Bitte töten Sie mich nicht. Was? Ich schwöre, ich werde. Moment. Sie arbeiten gar nicht für Mr. Bishop, oder? Wer ist Mr. Bishop? Hä, egal. Spiel mal mit. Ja, mache ich. Und jetzt ist für dich Leidenszeit. Bitte nicht. Stirb. Spieleranzug, mehr hast du nicht. Jetzt ist eine Aufgabe fehlgeschlagen. Mist. Das hat aber Spaß gemacht. Na gut. Lade ich halt noch mal. Hallo. Bitte töten Sie mich nicht. Ich schwöre. Das hatten wir gerade schon. Nein, das tue ich nicht. Wie kommen Sie nur da drauf? Tut mir leid. Sie sehen genau wie er aus, wissen Sie? Sie sind auch so ein knallharter Ödländer. Wieso sollte Mr. Bishop hinter Ihnen her sein? Ach, das ist nur ein großes Missverständnis. Mehr nicht. Mr. Bishop, nun ja, hat mir Geld geschuldet und weil er so beschäftigt ist, habe ich mir gedacht, ich nehm's mir einfach. Naja, das ist natürlich nicht so fein, Kollege, ne? Und deswegen rennen Sie den ganzen Weg nach Novak? Ich dachte mir, es würde eine Weile dauern, bis er sein Bilanzproblem gelöst und sich wieder beruhigt hat. Außerdem habe ich's irgendwie mit seiner Tochter getrieben. So ein bisschen. Bisschen, aber auch nur so angestupst mit dem Fingerspitze. Das nenne ich mal echtes Pech. Nein. Ich sage ihm Bescheid, wenn jemand treffe, der einen echten Segen sucht. Wirklich? Klasse. Damit tun Sie mir echt einen Gefallen. Ich bin viel zu lieb. Sind Sie nicht der Sänger aus New Reno? Ich glaube, ich habe Sie mal in einem Club gesehen. Oh, Sie haben von mir gehört? Ja, stimmt. Im Shark Club war ich der Top Act. Die Leute haben hunderte von Kronkorken hingelegt, um mich zu sehen. Auf Ja, Wiedersehen. bis bald. Da weiß ich gerade nicht, was ich zu sagen soll. Gucken wir mal, vielleicht finden wir noch diesen Mr. Bishop. So, du hast mich hier.
ideales Flugwetter. In genau solchen Situationen vermisse ich das alles. Was? Die waren Pilotin? Vertibird-Pilot. 71 Missionen und nur ein verlorener Vogel. Rotorversagen über Klamath. Eine harte Landung, aber ich kam davon. Was machen Sie nur weg? Ich helfe den Leuten, das kompliziertere Bergungsgut zu zerlegen. Überwiegend Triebwerke. Die Einzelteile, die wir ausbauen, bringen normalerweise mehr ein als das ganze Ding am Stück. Mhm. Sind Sie für die RNK geflogen? Für... Nein, nicht wirklich. Es ist schon lange her. Heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir. Auf Wiedersehen. Passen Sie da draußen auf Ihr Heck auf. Irgendwas hast du Dreck am Stecken. Ich habe da so ein Gefühl. Mal gucken, was ich noch rauskriege. Kann ich eh nur klauen? So, bisher weiß keiner. Wo lauf ich denn lang? So, bisher weiß noch keiner Bescheid. Ist hier noch eine Tür offen? Was ist das für ein Zimmer? Ich habe es mir nicht gemerkt. Nehme ich alles mal mit, ne? Jede Menge. Hätte ich auch schlafen können. Da steht ein Bett und da ist eine Matratze. Und auf dem Bett, ah doch, kann ich doch schlafen. Ich wollte gerade sagen. So, ich guck mal kurz in den Computer rein. Ah, jetzt habe ich Informationen. Du hast die richtige Wahl getroffen, indem du uns aufgenommen hast und die Schnauze gehalten hast. Dieser feine Pinkel Benny ist unruhig, seit wir seinem Boss das Paket geklaut haben. Seit wir seinem Boss? Okay. Macht mich tierisch nervös. Aber als ich herausfand, dass wir auf dem Weg nach Boulder City sind, hier durchkommen, da wusste ich, dass ich auf dich zählen kann. Sollten sie die anderen Karten doch reden, ich weiß, wem deine Loyalität gehört. Eines Tages wirst du dich daran erinnern, wo du hingehörst. Und deine Brüder und Schwestern werden dich behandeln, als wärst du weg gewesen, als wärst du nie weg gewesen. Und weißt ja, wo du uns findest, Mr. Murphy. Okay. Okay, jetzt sind wir schlauer. Jetzt wissen wir zumindest, wo die Jungs hin sind. Na, ich gehe hier nochmal gucken. Wir kennen uns noch nicht. Nö. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ja. Ich bin Andy. Hi. Was machen Sie hier, Andy? Momentan? Da sitze ich auf meinem Hintern und zähle die Risse in meiner Zelle. Das würde ich keinem wünschen. An besseren Tagen sorge ich für Ordnung. Boone und Vargas achten auf die Straße, ich auf die Stadt. Rede mir selbst ein, dass es was bringt. Sie gehören zur RNK, oder? War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Ich tue immer noch gerne so, als ob ich ein Ranger wäre. Erkundige mich regelmäßig per Funk nach dem Befinden der Jungs. Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk. Haben wohl einfach nur genug davon, mir zuzuhören, aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde. Ich klinge wie eine Glucke. Eine Station von Arrhenius sollte sich doch um sich selbst kümmern können. Ja, wem mache ich da was vor? Seltsam. Kaum ist man ein paar Wochen in einem Raum eingesperrt, denkt man, dass die Welt um einen herum einstürzt. Die Jungs sind in Ordnung. Denen muss ich nicht über die Schulter schauen. Haben Sie sich das Bein verletzt? Ja,
Zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. Was ist passiert? Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade los wollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Was haben Sie angestellt? Ich ging rein, um ihn rauszuholen. Da sah ich was in seiner Hand. Etwas aus Metall. Er schloss sich wieder im Schrank ein und dann sah ich, dass er mir eine Granate vor die Füße gelegt hatte. Das machen sie oft, die Legion. Kinder einsetzen. Die wissen, dass wir dann zu lange zögern. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal bin ich die Treppen vor dem Hotel runtergefallen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon alles vergessen. Das kann ich nicht. Reden wir über die Rangers. Sie sind die Besten der RNK. Jeder von ihnen so viel wert wie ein ganzer Trupp. Wenn was anliegt, bei dem andere Leute sich vor Angst in die Hosen machen, dann holt man die Ranger. Und wenn man einen Trupp der Veteranen sieht, Jungs, die sich die schwarze Rüstung verdient haben, tja, was Schöneres gibt es nicht. Schwarze Rüstung, das klingt gut. So, dann, ja. Sollen wir mal gucken, ob wir noch für ihn nachgucken sollen bei der... Sie gehören zu RNK? Ich tue manchmal... Nee, geht nicht mehr. Die Chance habe ich jetzt verpasst. Was? Schon was von der Station Char? Ich soll doch nachgucken. Ja, dann bin ich mal so nett, glaube ich, oder? So. Überlinus, ach du Heiliger. Überall. Was? Dino kicken. Ja. Doch. Also überall diese Dinos machen mir Angst. Ich find's gruselig, ich will hier raus. Moment. Ich will hier raus. So. Gehen wir jetzt noch. Ach, gehen wir mal auf den Dino hoch, ne? Das ist der Geschenkeladen. Ach, hier gibt es ja bestimmt Ausrüstung. Willkommen, nur hereinspaziert. Willkommen im Dino-Bald. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Hi, Jeff. Hi, Cliff. Was verkaufen Sie hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Was mit Vorräten, Waffen? Haben Sie was für mich? Waffen? Ich, ja, ich habe ein paar. Mist, nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Warum auch? Ich würde mir gerne mal anschauen, was Sie zu verkaufen haben. Sicher,
lieber eine andere Munitionsart als meine Hauptwaffe. Ein Dinky Souvenir. Allein aus dem Grund, dass ich halt immer eine andere Munitionsart habe. Um halt auf eine andere Waffe umsteigen zu können im Notfall. Wäre das schon eine echt klasse Sache. Ach, jetzt geh doch mal hier raus, ey. So, erzählen Sie mir was über die Raketensouvenirs. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Mhm. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco. Cool. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Nun, Sie haben Ihre Restbestände im Dinobyte abgeladen. Aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind Sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Ginny May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenke laden? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Ginny May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Ginnys Freunde sind auch meine Freunde. Und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Das sagt er jetzt. Jetzt bin ich beleidigt. Tschüss. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ja, super. Okay. Okay, dann gehe ich mal hier hoch. Wie viel haben wir noch? Wie lange? Ja, 56 Minuten. So. Sekunden meine ich. So. Hier ist Manny Vargas. Und er hat hier einen schönen Ausblick über das Mojave-Ödland. Finde ich toll. Geiler Platz, auf jeden Fall. Und mit dir sprechen wir quasi in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Bis zum nächsten Mal.